Ja, und was wir jetzt noch machen, ist das Alpha Centauri System zu reisen. Und zwar nach Jameson in die Loge. Ah, ne, warte mal. Ich habe ja. Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Wir fliegen zum Mars erstmal. Wie gesagt, ich habe nämlich keine Ahnung, was da bei den Freestar-Rangern und so los ist. Ich fliege nämlich jetzt nach Cydonia einmal. Warum die Freestar-Ranger mich überall auf anderen Planeten angreifen, als gäbe es kein Morgen. Muss mir jetzt einmal erstmal das Kopfgeld loswerden. Na los. Jetzt bald. Ah, klar. Wie man es einfach kennt. So, hier ist der Kopfgeldautomat. Genau. Selbstbedienung. Ja, 650 Credits. 750, ja. Der ist ja egal, ne? Hauptsache beglichen. Und jetzt ist der nächste Ort natürlich Jameson. Alpha Centauri System. Unsere Big City. Und zwar die Loge nämlich. Also wir müssen tatsächlich etwas rumbasteln jetzt. Wir kümmern uns nämlich jetzt so ein bisschen um die Ausrüstung. Ne? Werden wir ein bisschen aufleveln, meine Skills verbessern. Ist natürlich nichts mitgenommen, großartig. So, ich werde mir nach unten gehen, ins Labor. So, hier haben wir ganz viele Sachen zu machen. Aber natürlich, was verbessert die Skills? Was verbessert unsere Skills? Ich will natürlich jetzt hier mal hingehen.
Der Skill ist ausgereizt, der ist auch erstmal ausgereizt. Schauen wir uns das mal wirklich erstmal an, was wir voll haben. 20 mal alles verbrauchen. Auch mal bald hinkriegen. Skill ausgereizt, Gewichtheben ausgereizt. Handel. Na, guck mal. Einzigartige Items. Einzigartige Items, ja. 75 davon verkaufen. Die Herausforderung. Auch überzeugen. Dieb ist. Ah, 5 Taschendiebstähle muss ich ausführen. Diplomatie. Aber manipulieren habe ich schon 5-5, ne? Ja, dann Kampf, Ballistik, durch wenig Pistolen. Also Pistole habe ich auf jeden Fall voll. Schau mal, und natürlich hier muss ich mich jetzt kümmern. Also, die okay, 30 Kraftsprünge. Den kann ich natürlich aufleveln. Lass ich erstmal nochmal. Obwohl 4 Skillpunkte habe ich. Ja, lass ich erstmal. Anorganische Ressourcen. Müsste ich sammeln. Da fehlen auch noch 31 Forschungsmethoden. Stelle 5 einzigartige Nahrung, Getränke, Medikamente, Waffen, Mods oder Ausrüstungsmods her. Das könnte ich machen. Also 5 einzigartige Nahrungen. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt überhaupt die einzigartigen Sachen herstellen kann. Aber natürlich brauche ich da eine Kochstation für mich. So. So, aber jetzt einzigartige Nahrung, ne? Frage ist, was ist denn dann einzigartig? Das sind ja irgendwie hier gewöhnliche Sachen, ne? Oder passt es einfach, wenn ich eine herstelle? Ich kann ja einfach mal eine Membran da irgendwie holen, ne? Gehen wir mal auf Orten. Müsste eigentlich Membran oben im Dingens haben. Da dass die Membran noch nicht angezeigt wird. Ah, kochen kann ich auch hier vorne oben. Nicht gut. So, also, gucken wir mal, ob da Membran drin ist. Natürlich. Hol ich mal alle. Mal, ob das unter das Einzigartigkeitsding fällt. Also Kochstation. Dann gucken wir natürlich, ob das darunter fällt. Ich aber nur eine haben erstmal. Hab ich ja jetzt hergestellt, ne? Muss es auch unter Skills. Tatsächlich, also 5 einzigartige Dinger und das fällt genau darunter. Und damit machen wir natürlich jetzt dann so weiter, dass wir dann 4 Sachen herstellen. Da könnte ich jetzt, glaube ich, auch diese 4, also noch 4-mal das gleiche herstellen, ne?
mit 4 EPs. Und das müsste ich jetzt aufleveln können. Nein! Okay. Also es müssen vier unterschiedliche Sachen sein. Das heißt, destilliertes Wasser können wir einmal herstellen. So. Genau, guck mal, das hat jetzt gezählt. Ah, jetzt muss ich mal gucken, was ich für das andere brauche erstmal. Ei. Brot. Also Brot habe ich mit Sicherheit. Käse. Also Brot und Käse. Nehmen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das auch drin haben. Obwohl Brot ist ja. Ja. Einmal zurück. Brot gehört ja zur Hilfe, ne? Oh, Brot habe ich gar nicht. Mal Käse. Käse habe ich. Machen wir alle drei mit. Aber Brot halt nicht. Mal hier können wir vielleicht ein Ei. Mal Chunks Ei mitnehmen. Was für die einen brauche. Dann Chunks Brot. Bacon gibt's. Okay, okay, Brot habe ich jetzt erstmal nicht. Ah ne, das muss ein normales Ei sein. Ja, und Brot. Ich dachte, das ist ja eigentlich auf Ordnung. Also ich bräuchte ein normales Ei, kein Chunk-Ei. Ressourcen, wie gesagt, natürlich nicht. Ein Ei. Warte mal, da. Eier. Den nehmen wir mal. Und probieren den aus. Ansonsten muss ich mir das Essen besorgen. Ja doch. Tatsächlich, das geht. Also Alien-Rührei geht. Oh, natürlich. Menge 1, nur. So. Okay, jetzt habe ich 3. Ah, guck mal, Xeno-Tee geht auch. Dann habe ich 4. Brauche ich jetzt nur noch 1. Und das heißt, eigentlich nur an Brot rankommen. Wenn ich ein Brot habe, dann. So. Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Kann ich auch das letzte Essen hier fertig machen? Captain, könnte ich. So, moin Leute, willkommen zurück, neue Folge von Starfield. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal einen großen Fail, den ich gemacht habe. Also, wir brauchen ja für die Kochstation und unser letztes Menü, oben rechts seht es, ein Brot. Und jetzt passt auf. Gehen wir mal raus.
Und wir laufen in die Lager. Naja, wieder anhalten hier, das echt, nervt echt und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriege. So. 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 Lager. Hilfe. Ich habe immer hier nach Brot geguckt, ne? B, 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 B. Oder BR, BR, BR. Ja, und nach Butter ist Schluss. Ja, und dann schaut mal her. Was ist? Red Harvest Roggen. Weizen. Weiß. Ich bin ein Trottel, ne? Nehmen wir die mal mit. Alle erstmal. Also ist nicht viel Brot, aber ja, ich bin ein Trottel. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. So kommt man am Brot ran für seine Kochstation. Und ja, das letzte Lebensmittel, das können wir hier oben sogar zubereiten. Genau, dann können wir nämlich jetzt ein Alien Sandwich machen. Und ich bin aufgestiegen. In der Forschungsmethode. So, Skill. Ja, das weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Soll ich vielleicht mal, aber ja. Ich bin irgendwie daran gewöhnt, die in meinem Zimmer zu haben, die Sachen. ja. Aber ich wusste das echt nicht, wo Brot ist. Und dann, ich habe wirklich nur immer geguckt nach, okay, Brot, Brot, Brot. In jedem Spiel steht immer nur Brot. Aber hier steht Red Harvest, Roggen, Weiß, oder wie auch immer. Keine Ahnung, ey. Richtig verwirrend. So. Jetzt haben wir ja. Ne, warte mal, das war doch. Doch Forschung. Aber wo? Doch, ist doch Forschung. Botanik. Ressourcen sammeln. Ah, genau, das hier war das. Genau. Haben wir. Also, nächstes Ding. Okay, jetzt muss ich herstellen. Warte, können wir mal reingucken. 10 einzigartige Nahrung, Getränke, Medikamente, Waffenmods oder Ausrüstungmods. Können wir nochmal gucken, was wir an Nahrung machen. Vielleicht können wir einfach weiter. Hier brutzelt es vor sich hin. Gucken wir uns einfach mal den Skill weiter an. Warte mal, wenn ich jetzt einen hiervon mache, habe ich dann eine einzigartige Sache schon gemacht. Das muss ich mal eben kontrollieren. Ja, tatsächlich. Gefällt mir. Dann brauchen wir die Waffenmods erstmal gar nicht herstellen. Gehen wir einfach mal durch. Also, machen wir von jedem mal ein. Wenn es das zulässt. Das ist jetzt 3. Will nicht 5. 4. Hallo? Fünf. Okay, die anderen kann ich nicht. Da fehlt mir was Synthetisches. Karotte, Kartoffel, rotes Fleisch. Mal Orten. 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 Vielleicht finde ich das so.
nicht mal so einfach da durchzublicken. Also 5 Sachen haben wir jetzt schon mal. Baguette. Das nehmen wir mal auch mit. Wir nehmen jetzt mal alles mit, was da angepinkt ist dann. Destilliertes Wasser nehmen wir auch. Brauchen wir auch. Karotte, Kartoffel. Syntamid Hamburger. Das ist was. Lecker aus, oder? Gott. Oh, das ist auch alles drin. Und eine Zwiebel. So, das sollte doch jetzt für die letzten 3 Essens reichen, oder? Haben wir die nämlich schon... Oh, ne, Xenotee. Ah, Fasern fehlen einmal. Ja, das ist auch kein Ding. So, hiervon machen wir jetzt erstmal einen. So, okay. Dann brauche ich jetzt einmal Fasern. Und haben wir ja genug. Das ist ja unter normalen Ressourcen findet man das. Weil die ja, ja, üblicherweise an irgendwelchen Bäumen oder so hängen, ne? Das ist schon. Fasern nehmen wir mal 10 Stück da. Wer weiß, wofür wir das immer noch brauchen. So, der Xenotee ist fertig. So, damit haben wir jetzt 8 Sachen in der Kochstation gemacht. Also 8 Sachen. Jetzt kann ich natürlich gucken. Getränke, Medikamente, Modifikation. Warte mal. Kann ich hier eigentlich auch... mal schauen. Also wie gesagt, ich kenne mich hier eigentlich relativ wenig aus. Aber hier kann ich nur diese normalen Sachen machen. Die nutzen mir natürlich jetzt nichts. Schauen wir uns mal die Forschungsmethoden... hier unten an. Oder vielleicht was anderes, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann ich hier einfach mal ein Medikament dann herstellen, oder? Pharmazeutisches Labor. Werkbank, Industrie war das. Anzugwerkbank. Gehen wir mal erstmal ins pharmazeutische Labor. Ach guck mal, Antibiotikum kann ich schon mal herstellen. So. Was noch? Eine Heilpaste. Das nehmen wir doch schon mal. Okay, guck mal. Das haben wir schon. Also dann leveln wir mal weiter die Forschungsmethoden auf. Jetzt brauche ich 15 einzigartige Sachen. Das heißt, wir können natürlich erstmal gucken, was haben wir noch hier in unserem Koch oder in unserer Kochstation. Dann fangen wir wieder hier direkt an, ne? Wenn das jetzt direkt wieder hochgezählt wird, aber ich glaube schon. Ja, weil er erkennt das natürlich nicht, was man dann schon alles gemacht hat, also ja. So, dann nehme ich natürlich jetzt nur das hier, was wir eh haben, ne? So, dem anderen fehlt natürlich jetzt was, was ich nicht mehr habe. Aber okay. Brauchen wir noch 10 Stück.
wie das ausgesehen hat im Pharmazeutischen, kann ich ziemlich was reinballern. Wieder Antibiotikum nehmen wir mit. So. 2-1. Nähe. Heilpaste. Immobilisator. Injektor. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen. Penicillin. Ein paar Antworten hier und da wären schön. Verbände. So, damit haben wir 12 Sachen. Okay, dann gehen wir weiter. Weiß oder was? Waffenbank. Forschungslabor. Haben wir auch schon mal was gemacht gehabt, immer. Und ich habe sogar... Aha. Ausrüstung. Helmmods. Ja. Fertigung. Wir können ja auch gucken hier, ne? Was wir noch haben. Derzeitige Küche braucht Käse, rotes Fleisch und Brot. Getränkeentwicklung. Gewürzfaserwasser. Gewürz, wo kann ich das denn hier orten? Irgendwo muss man das auch. Achso, Projektverfolgung. Ja. Jetzt ist das nämlich eingeloggt. Aber Moment, ich konnte doch. Ja. Ah, okay. Aber mir fehlt noch Wasser. Okay, oder auch nicht. Ich habe was umverteilt. Aber das heißt natürlich, jetzt kann ich... Ah, nee, okay, das ist dann jetzt beendet. Gut. So war das ja. So, das ist blockiert. Das kann ich noch nicht machen. Das ist... Könnte ich aber auch machen. Projekt verfolgen. Davon habe ich gar nichts irgendwie. Aber Aromastoff, Alkane, Gewürze. Also ich muss sagen, macht schon irgendwie Spaß. Auch wenn ich es jetzt erst so kurz mache. Müsste natürlich alles Ressourcen sein, genau. Alkane. Komm, nehmen wir mal alles mit. Aromastoff auch. Würz. Guck mal, da gibt es immer ganz verschiedene Aromastoffe, Gewürze. Ja, guck mal. Darauf habe ich auch so noch nicht geachtet unbedingt. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. So, gucken wir weiter.
Auf Gastronomie wäre ich mich hier. Okay, schon fertig. Gut. Und noch blockiert. Also jetzt bräuchte ich quasi nur noch endzeitliche Küche. Hier sah ich nicht. Durch keinen Käse. Aber ich kann jetzt auch noch mal gucken, ob das auch Fortschritte schon waren. Nee, guck mal. Also noch nicht. Ich meine, ich hätte keinen Käse mehr. Käse ist aus. Käse ist weg. Mist! Aber warte mal, ich habe ja genau weitere Essen freigeschaltet, ne? Hier, guck mal, Pfirsich. Unten. Zeno-Schnaps habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. In der Nähe. Gut. Müsste ich 13 haben? Ja. Gucken wir uns den Pfirsich ab, weil Pfirsich habe ich definitiv zu 100%. Ah. 10 Stück. So, und warte mal, das eine war doch, glaube ich, auch noch. Den habe ich auch noch nicht gemacht. Meine ich. Ja, guck mal. Damit haben wir jetzt 15 voll, auch was das angeht. Oh, guck mal, 2 Skillpunkte habe ich noch. Also den erweitern wir jetzt auf den untersten. Ah, nee. Guck mal, haben wir. Gemeistert. Also den Skill der Forschungsmethoden. Vorbei. Sehr cool. Was können wir denn jetzt machen? Anorganische Ressourcen. Ja, hier 30 Kraftsprünge, ne? Das machen wir jetzt als nächstes. Anzugdesign. Weil da bin ich totale Graupe. Stelle 5 Anzug-, Helm- und Rucksack-Mods her. Machen wir jetzt mal. Gehen wir erstmal nach unten. Ja. Gehen wir erstmal nochmal zur Kochstation und entloggen alles, glaube ich, oder? Oh, ich weiß gar nicht, ob es entloggt schon ist. Auf jeden Fall, Waffenbank, Anzugwerkbank. Wie gesagt, ich brauche ja, ein Anzugdesign, ne? Aber ich habe halt nur noch einen Skillpunkt, aber das ist jetzt egal. Machen wir jetzt einfach mal Anzugdesign.
Also viel kann ich natürlich nicht machen, ne? Ob das Wächters können ich machen. Energieabschirmung, EM-Abschirmung. Nehmen wir das hier oben. Auch Polyurethan-Textil. Orten. Keine Mod installieren. Okay. Also Polyurethan-Textil dafür. Explosionsschutz können wir nehmen, oder? Nehmen wir mal den Explosionsschutz. Exoservus, schwere Abschirmung. Nehmen wir schon mal das hier. Platz 4. Sperrkraftverbundwerkstoff. In dem. Ah, dafür brauchen wir Zelomie zum Beispiel. Schaut's mal an. Zum Glück haben wir den gut abgebaut. Standardskin, ja, okay, da haben wir. Okay. Jetzt haben wir erstmal da eingeloggt. Uns holen könnten. Und zwar aus unserem Schrank natürlich. Ressourcen. Zellomit nehmen wir natürlich nicht so viel mit. Kupfer auch. Ich bin zu schwer. Hilfe. Gucken wir es natürlich raus. So, dann bin ich jetzt sogar sehr gut dabei mit meinem Gewicht wieder. Dann gucken wir mal an, was machen. Genau, was habe ich denn da gesagt? Das hier. Okay, benötigte Forschung. Ach so, Anzugmods. Ach, guck mal, okay. Das heißt, da muss ich das sogar noch erforschen, bevor ich den Anzug modifizieren kann. Da. Gut, das haben wir jetzt. Okay.
So, dich haben wir. Hier habe ich gesagt, den Explosionsschutz. Dafür brauche ich Anzug Mods 2. Oha. Nicht die Anzugmods direkt nachlegen. Ne, blockiert. Ah, da, guck mal, da brauche ich Anzugdesign Rang 2. Gucken wir mal, dass wir Helmdesign eben machen. Guck mal, haben wir schon. Na, guck mal, das haben wir auch. Auch haben. Guck mal, es braucht noch ein schwereloser Draht. Natürlich meine ich, hätte ich den. Eigentlich sogar en masse. Nehmen wir mal 5 mit. Hoppla, Forschung. Einer Forschung abgeschlossen. Damit können wir jetzt machen Helmmods. Oder Industriewerkbank? Das ist auch unter, ja, eigentlich schon, ne? Uns da mal an, was der braucht. Kann ich das auch? Oder Energieabschirmung? Hier auch mal. Machen wir hier Energie? Hier den Mod. Nehmen wir auch wieder Explosion, oder? Ja. Nehmen wir hier mal auch den anderen da unten. Abschirmung. Ja, okay, da brauche ich Helmmods 3. Verständlich. Okay. Ah, Mist. Ich bin zu weit zurückgegangen. Hier wollte ich ja drauf. Da brauche ich Rucksackmods. Also warte mal, Rucksackmods 2 schon. Okay. Schauen wir uns den Rucksack auch wieder in der Forschungslabor an. Da. So, das tun wir alles da rein schon. Aber es umverteilt sehr gut. So, und safe. Aber ich brauche den zweiten. Was brauche ich dafür? Okay, guck mal. Anzugdesign wieder. Anzugdesign Stufe 2.
Anzugdesign Stufe 2. Jetzt, genau, Skills einmal nach. Also 5 Anzug, Helm oder Rucksack. Okay, vielleicht ist das denn ja wirklich. Ist es, dieser Unterschied, den hat er wahrscheinlich gar nicht mehr richtig. Stellen wir da einfach nochmal die anderen auch her. Machen wir jetzt einfach auch. Okay, das zählt sogar als 4. Schussabschirmung nehmen wir auch mal ein. Dann haben wir 5. Yes. So, dann kommen wir nämlich jetzt in den Bereich der neuen Forschungseinrichtung, wenn wir hier nämlich den Skill jetzt erweitern können. So, 15 Anzug, Helm, Rucksackmods. Aber okay, das sind, vielleicht reicht auch das ein, also das heißt ja nicht unterschiedliche, ne? Sondern irgendwie nur generell 15, ne? Ja. Müssen wir ja schon mal gucken. Vielleicht. Wie gesagt, also vielleicht reicht das ja von einer Sache dann, um die 15 herzustellen, ne? Machen wir einfach mal, oder? Wenn er das schon. Ah, okay, das kann ich dann einfach hin und her swappen immer. Das ist schon 2. Okay, wenn ich die dann einfach, ja, Runde. Blöd, aber kann man nichts machen. Warte mal, kann ich denn jetzt die Forschung hochdrehen? Indem ich, genau, Mods 2, Helm Mods 3 dann. Ah, das haben wir nicht. Ja. Oh. Hoch. Bestes, Spidrion. Gehen wir auch noch mal gucken, ob ich das vielleicht tatsächlich auch oben habe. Hochfestes Spidrion. Nee, oder das muss ich herstellen. Kann sein, dass ich das herstellen muss. Aber das weiß ich natürlich nicht. Das wird sich noch zeigen. So, okay, den kriegen wir noch nicht zusammen. Gucken wir uns die Anzugmods an. So, Polyotextil brauche ich noch 2.
Weiß aber jetzt auch nicht, ob ich das habe. Dann gehen wir nochmal auf die Rucksack-Mods. Doch, hier, das da brauche ich auch noch. Gucken wir mal, ob wir das auch oben in unserem Schrank haben. Beryllium vielleicht mal auf 10. Mittel haben wir jetzt, glaube ich, genug. Dann muss ich mal gucken, was aus dem Inventar da weg kann, ne? Ja, vielleicht auch gar nichts. Laufen wir einfach so nach unten. Ja, ich muss eh einmal wieder. Schreibst du es mir auf? Bis ins Maximum rein. Forschen. Schauen wir jetzt mal an. Also das habe ich definitiv nicht. Julio jetzt auch nicht. Aber den hier. So. Das heißt, den wir. Oh, jetzt kann ich hier sogar. Ah ja. Sieht gut aus. Ja, also das sieht interessant aus. Wenn ich hier alles machen kann, sogar Außenpostenverteidigung und so. Selbst Waffen, Mods natürlich. Da habe ich ja, also das ist ja, ich habe ja bisher nur Schrott. Müssen wir so einsehen. Hier ist aber leider nicht. Meinen Laufmodus an. Hm, gemacht. Und direkt zum zweiten übergehen. Guck mal. Wie einfach und souverän das hier geht. Meine viele EPs bekommen wir hier nicht, ne? Stufenaufstieg, da würde hier Jahre dauern.
Aber das sieht schon gut aus, was wir hier machen können. Probleme habe ich gerade nicht dabei. Okay, der hat sie wieder einsortiert direkt. Sehr stark. Die habe ich auf jeden Fall auch. Ah, guck mal, den haben wir auch schon wieder. Mündungsmods. Die sind blockiert und wie gesagt, die hier habe ich auf jeden Fall. Die hole ich mir jetzt wieder oben aus dem Labor. Wie schwer sind wir eigentlich? Oh, wir sind immer noch sehr schwer. Hier. Diese Dinge, die ich jetzt nicht brauche, einlagern. Ja, passt schon. Was wir jetzt brauchen. War doch eigentlich genau der hier, war das. Und was war das noch? Ah, ne? Meine Titan brauche ich auch. Nee. Okay. Schauen wir mal, ob das jetzt schon alles war. Ah, machen wir wieder mal ausreizen hier. Dann kann ich da vielleicht, wie gesagt, auch mal wieder eine Stufe aufsteigen. Genau so. Ja, guck. Alles direkt rein verteilt. Wie gesagt, den hier Polymer jetzt aus. So, blockiert Waffentechnik 2. Pharmazeutisches Ding. Guck mal durch. Guck mal, hier haben wir nämlich die Fertigung. So, wie gesagt, da bin ich jetzt ganz gut dabei auch. Bitte prima. Der Spiridion, also da weiß ich nicht, wie ich da rankomme. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Und genau, Polyotextil findet man eigentlich auch recht häufig. Schauen wir uns das hier noch an. So, alles verlagert von den anderen beiden wieder unerforscht. Perfekt. Das müssten wir auch alles haben. Ah, Schmierstoff.
Projekt verfolgen, weil Schmierstoff könnte ich auch haben. Also das sieht wirklich astrein aus, wie es hier läuft mit den Forschungen. Und wir haben ja extrem viel, ne? Blockiert, jetzt kümmern wir uns mal um die Dekoration. Das ist halt der Vorteil, wenn man natürlich alles erforscht, ne? Man kommt an so viel Material ran, das ist unglaublich. Gartenbau. So, den adaptiver Rahmen, den haben wir glaube ich auch. Zähmungen. So, auch das hier verfolgen wir mal. Energieerzeugung. Das nehmen wir mit. Und ein Roboter. Kann ich da Roboter bauen oder was? So, Aluminium. Na, das sieht ansonsten auch ganz gut aus. Jetzt habe ich alles erstmal wieder reingepackt, dass wir das verfolgen können. Was wir mitnehmen müssen. So, die immer in meinem Inventar, die Ressourcen, die entsorge ich jetzt mal erst. Ressourcen, alles lagern. Dann gucken wir jetzt, was wir aus dem Lager wieder mitnehmen können. Wie den adaptiven Rahmen. Vielleicht nur 30. Oftmals schön schwer alles, ne? Deswegen nehmen wir davon jetzt mal nicht so viel mit immer. Die haben wir jetzt auch. Schmierstoff haben wir nur vereinzelt. Ich bin schon komplett zu überladen. Naja. Macht mal wieder nichts, oder? Silber habe ich selbst auch noch nicht, ey. Da dürfte ich jetzt aber ganz schön schwer sein.
Ja, mich schon eh überladen wieder. Macht nichts, da rennen wir jetzt durch hier. Okay, wo war das jetzt? Hier. Schmierstoff, ab rein da. Passt. Hat er auch blockiert. Jetzt hier unten weiter, Gartenbau. Achso, Nährstoff. Ah, Nährstoff. Jetzt machen wir gleich. Weil Nährstoff ist und da Hilfe, glaube ich. Glaube ich. Okay, der Zweier ist blockiert. Energieerzeugung hier. Auch blockiert der Roboter. Roboter 2. Gucken wir, was wir da drin haben. Den können wir auch nochmal verfolgen. Auch wenn das viel ist. Wie gesagt, Titan oder so hatte ich jetzt nicht mehr. Polymer auch nicht mehr. Also wird das nicht so einfach werden, das zu vervollständigen. Schwer. Nicht durch. Ein paar Sachen habe ich echt nicht mehr. Ja, die mischt man dann erstmal wieder zusammen suchen. Ja, natürlich, verliert zu viel Sauerstoff. Alles natürlich logisch. Schauen wir uns die Skills nach wie vor weiter an, was man irgendwie noch machen kann. Hier steht so eine Stelle 5 Waffenmods her. Das werden wir jetzt auch noch machen. Sofern möglich. So, 5 Waffenmods. Okay, da brauche ich auch schon wieder eine Vorschub für. Oder was auch immer, warte mal, Standardlauf. Nein. Decklauf. Nehmen wir mal den hier. Oh, reininstalliert. Brauche ich dann schon mehr. Was zu machen? Warte mal, Reflexvisier. Installieren. Das könnten wir zubereiten hier. Dafür brauche ich aber Titan oder Chlorosilane. Also Titan ist mehr ausgegangen. Das andere hätten wir. Mündung, Schalldämpfer. Schalldämpfer ist eigentlich gut für dieses Ding. Hier bräuchten wir auch Titan für. Auch Titan für, ey. Wieso brauchen wir Titan dafür? Die Coachman Standardlauf. Können wir durchaus den installieren. Schon mal 2.
Da brauchen wir Helium für. Habe ich Helium nicht auch? Ich weiß gar nicht, ob ich Helium habe. Ist jetzt erstmal egal. Oh, Chlorosilane für. Kompressator. Installieren wir den. Und das, der letzte passt auch wieder nicht. Ach, die Ember. Ja. Bei der brauchen wir eigentlich nicht viel machen. Nehmen wir die hier. Nehmen wir mal den verlängerten Lauf. Brauchen wir nur noch eins. Schon mal nix. Haben wir hier. Offene Visierung. So. 5 Sachen auch fertig. Also wie gesagt, Waffentechnik müssen wir aufleveln dann und der Anzugdesign, wie gesagt, da muss ich natürlich viele Sachen noch herstellen. Muss von 20 Pflanzen muss ich was einsammeln, aber das kann ich dann gleich. Und von Kreaturen 50 Ressourcen. Ah, hier Astro-Dingens könnte ich auch ausführen. Dann beim nächsten Skillpunkt. Biologie hätten wir da noch mit. Ja. Anorganische Ressourcen von Quellen. Das ist gut machbar. Ja, dann würde ich eigentlich jetzt mal sagen, dann haben wir es mal geschafft mit der Forschung. Jetzt legen wir das nochmal oben alles rein mit den Ressourcen. Ich kann natürlich jetzt alles einlagern. Brauchen wir ja nicht mehr. Noch mal schnell eben. Gut, einmal über Paste, passt. So, Inventar. Also, meine. Ja, natürlich alles rein, was ich. Inventar. Notizen, also wie gesagt, das sind den meisten halt diese Analysedaten da, ne? Habe ich da noch was, was schwerer ist? Oder liegt das jetzt an den Waffen, weil die modifiziert sind? Kann natürlich auch sein. Nichts, was überhaupt was wiegt. Ich glaube, das liegt dann an den Waffen, die dann modifiziert sind, ne? Das gucke ich mir nochmal den 1 Kill an. Mit dem Laufen. Fitness, genau. Guck mal, ich brauche nur noch einmal muss ich überdrehen und dann kann ich auch bei der Fitness mehr punkten. Dann haben wir nämlich mehr Sauerstoff, also auch darauf lege ich dann jetzt sehr viel Wert. Was sind wir denn mit dem mit der Erfahrungsstufe, um mich wieder aufzuleveln. Ah, es geht. Es geht. Ja? Ja, was gibt's?
Na komm, ich lade doch. Gut, dann wird nochmal gespeichert. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der ganzen Erforschung, ne? Die wir jetzt im. Also wir haben die ganze Zeit jetzt nur in der Loge verbracht, ne? Also muss sagen, auch mal sehr interessant, ne? Aber auch sehr komplex, ne? Also da muss man sich echt richtig reinarbeiten, um da klarzukommen.